Gesucht wird der letzte Halbfinalteilnehmer. Wird es die TSG Hoffenheim oder der FSV Mainz 05 favorisiert sind, einfach aufgrund der Eindrücke aus den letzten Spielen, die Hoffenheimer, die im Laufe des Tages ja einfach wieder einen ganz starken Eindruck gemacht haben, die sich auch verdient gegen Hannover 96 im Achtelfinale durchgesetzt haben mit 2:0. Und auch in Sachen Einzelspieler. Richtig was zu bieten haben. Domenico Alberico, David Otto sind schon die, die sich hier richtig in den Vordergrund gespielt haben. Sicherlich auch mit Favoriten für den Titel Spieler des Turniers. Schiedsrichter Walker, Dus Nettelstedt. Ganz starken Unparteiischen für mich. Einer der besten, den wir hier im Kreis haben. Ganz angenehmer Zeitgenosse, tolle Ausstrahlung. Und deswegen absolut zu Recht bei diesem Turnier dabei. Den Ball klärt Otto. Zum Ballbesitz für die Mainzer. Das war gut gespielt, das Tor für Mainz 05. Zum 1:0. Kenner Hanner muss es gewesen sein. Und dann fast hier das Eigentor. Also ist eine kleine Überraschung, die Führung der Mainzer. Aber natürlich noch ewig Zeit, dass sich das alles noch ändert. Und jetzt Eckball für die Hoffenheimer. Das heißt immer Gefahr. Oh, da hat ein Spieler richtig Platz. Da war fast mehr drin. Und jetzt der Keeper der Mainzer, Lennart Grill. Mit dem Ball in der Hand. Klasse gespielt, das 2:0 für die Mainzer, Raphael Asibi Mensa. Das alles etwas überraschend. Aber die Mainzer natürlich in der Regionalliga bärenstark mit der U16. Die U17 spielt in der Bundesliga und trotzdem die U16 in der Regionalliga auf Platz 1. 36 Punkte in 13 Spielen gesammelt, 46 Treffer dabei erzielt, also die Mainzer eine bärenstarke Saison. Das alles mit Jungjahrgangsspielern. 15 Spieler wurden integriert aus der U15. Auf dem Spielfeld von Müller. Aber die Mainzer ja eh bekannt für eine fantastische Jugendarbeit, ein tolles Konzept. Mit ein kleines Beispiel
Man hat ein paar Schlagworte definiert aus dem Wort Mainz. Das M hat man genommen für Mentalität, während hier Hoffenheim zur ersten großen Chance kommt, pariert von Lennart Grill. Das M also für Mentalität, das A für Atmosphäre, nicht nur im Stadion, auch im Verein. Ein I für Individualität, die jedem Spieler Ausdruck gegeben werden soll. Das N für Niveau, die stetige Weiterentwicklung des Einzelnen und der Mannschaft. Und das Z für Zukunftsorientierung, immer wieder den Blick nach vorne zu bringen. Also das ist so ein kleines Beispiel für die Ausrichtung von Mainz. Tolles Leitbild, alles nachzulesen auf der Homepage der 05er. Aber wenn wir schon mal guten Jugendkonzepten sind, natürlich auch die Hoffenheimer. Überragend gut aufgestellt, tolles Konzept. Und jetzt um den Anschlusstreffer kämpfend. Die beiden aber nur zwei Beispiele. Ganz Europa beneidet Deutschland um sein Jugendkonzept. Das bestätigen immer wieder führende Leute, auch beim DFB. Die Engländer versuchen es ja sogar mittlerweile zu kopieren. Und das, was wir erleben dürfen, zwei Tage in Lübeck, ist dann das Ergebnis oder ein Ergebnis dieser ganzen Arbeit der einzelnen Vereine. Hoffenheim versucht jetzt durch viel Bewegung, etwas dynamischer als am Anfang des Spiels. Und jetzt mal eine Einzelaktion an der Bande. Florian Weidner war das. Und jetzt klasse durchgesetzt da. Vom Torschützen aber dann die Fußabwehr. Von Luis Klante im Tor der Hoffenheimer. Ganz wichtig. Dann wäre es ganz, ganz schwer geworden für die Hoffenheimer. Jetzt der Wechsel. Und jetzt kommen die auffälligen Spieler um. Domenico Alberico wieder aufs Feld. David Otto. Die beiden Top-Torschützen der Hoffenheimer. Es wird Zeit für ein Anschlusstor, will man hier noch richtig was leisten. Da ist Domenico, legt den Ball quer auf Otto. Die beiden Leistungsträger und kaum sage ich's, ist da das 1:2 für Hoffenheim. Natürlich wieder die Co-Produktion, vorbereitet von Alberico, abgeschlossen von David Otto. Wie gesagt, beide auch eine gute Trefferquote in der Oberliga, wo die Hoffenheimer spielen. Alberico 10 Tore, David Otto 9 Tore. Das Ganze in 13 Spielen. Also mehr als ordentlich. Auch die Hoffenheimer, Tabellenführer in der Oberliga. Jetzt wieder David Otto. Aber dann ist zur Stelle Lennart Grill. Eckball für die Hoffenheimer. Alberico wird da ein ganz, ganz enger Manndeckung genommen. Die wissen ganz genau, wie gefährlich da ist. Abschluss aus der zweiten Reihe. Steffen Fosack war das. Der lange Ball auf Otto. Wird aber gestoppt. Und jetzt die Mainzer. Klasse zurückgelegt. Hier technisch anspruchsvoll. Von Christian Kinzombi. Dem Mainzer Stürmer. Da ist wieder Kinzombi. Über die Bande gespielt. Klasse durchgesetzt. Aber dann passt Emilian Lessig auf. Jetzt quergelegt. Aber dann die gute Parade vom Keeper. Luis Klante. Jetzt zum zweiten Mal die Hoffenheimer im Turnier hält. Und es gibt Freistoß für die Hoffenheimer, die jetzt wieder wechseln. Jetzt über die Bande, gute Idee. Und dann ist der Ball von den Füßen von Florian Weidner.
da war mehr drin. Jetzt aber weiter. Fast am Ball, aber Grill hat aufgepasst. Fünf Minuten noch in diesem spannenden Viertelfinale. Der Ball wieder geklärt. Macht das richtig beruhigt, das Spiel. Versucht Tempo rauszunehmen. Den Spielfluss der Hoffenheimer zu unterbrechen. Und wieder Freistoß. Für die Kraichgauer. Da wird Freistoß gefordert, aber ich glaube, da war mehr Ball als alles andere im Spiel und die Chance wieder vereitelt von Lennart Grill. Weiterer Prominenter übrigens auch in der Halle gesichtet. David Onkor ist da. Der WM-Held von 2006. Da hat eine Aktion gereicht, um sich in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs zu spielen. Und das war eine klasse Aktion mit der Hacke vorgelegt. Und ein fantastisches Tor von Kenan Haner. Fantastisch vorgelegt. Und jetzt die Aufgabe für Block 1. In 2,5 Minuten ein 2-Tore-Rückstand mindestens zu egalisieren. Otto kann sich da nicht durchsetzen. Mainz hält Hoffenheim vom Tor weg. Jetzt Alberico nochmal. Alberico legt quer auf Otto. Aber dann wieder vereitelt das Ganze. Die Mainzer wie eine echte Teammannschaft haben sich gesteigert. Die haben in der Vorrunde keinen Sieg geholt. Auftakt in der Lage. Und dann zwei Unentschieden. Erst gegen Schalke drehte man richtig auf. Besiegte das schon etwas überraschend, die Schalker mit 4:2. Und auch jetzt das Handspiel von Alberico. Und da gibt es die gelbe Karte für. Die wird er sicherlich verschmerzen können. Viel lieber werden ihn jetzt 2 Tore für seine Mannschaft. Und hier gleich das Duell packend an der Bande. Es ist jetzt richtig Musik drin im Spiel. Aber hier schmeißt sich keiner hin. Die machen alle weiter. Die geben alle Gas. Oh, klasse rübergelegt von Otto auf Alberico. Und nochmal Otto. Und dann hat er die 40 Sekunden. Das muss es eigentlich sein für die Mainzer. Etwas überraschend. Ich hatte den Hoffenheimern hier doch noch etwas mehr zugetraut.
Aber warum nicht? Gerne auch Mainz, die wir hier dabei haben. Der Lupfer. Und jetzt hat auch auf meinem noch ein Feldspieler drin, aber das wird nicht mehr reichen. 15 Sekunden auf der Uhr. Die Hoffenheimer werden sich verabschieden. Wir bedanken uns bei Alberico, bei Otto und bei all den anderen Spielern für ein tolles Turnier und gratulieren den Mainzern und freuen uns noch auf viele Aktionen mit dem Schlusspfiff. Noch das 4:1. Der Treffer zählt nicht. Herzlichen Glückwunsch nach Mainz. Und wir melden uns gleich mit den Halbfinals weiter. Bis gleich. Dankeschön.